Well, bless my bagpipes! It was you, lad, who rescued my chef! Accent are strange! Huh? Wait, didn't he sell ice cream in Hollow Bastion? That's right! But Uncle Scrooge here's what you might call a world traveler! Cool! How are you, Uncle Scrooge? Oh, hello, Sora! You're looking hale and hearty. I heard you were on another grand adventure with these two. I hope Donald isn't making a menace of himself. Why did I have to say that? So, Uncle Scrooge, what's that you were saying about a chef? Oh, right, right. The chef of me bistro here wanted to show you his appreciation. So, he baked this for you. What is it? Wow! Cake! The whole cake? It's for us? I settle down. The chef wants you to know it's not a cake, but a tart of fruit. Does? Why keep it under my hat? May I introduce Little Chef? It's you! Uncle Scrooge, you opened the bistro and tried on down. Aye. It all started a little while ago, when I was enjoying one of the best meals of my life. And when I asked to speak to the chef, I met this wee genius. As it turns out, he wanted to expand his culinary horizons. So, I thought, that's an opportunity. And I financed the whole operation. I think he wants to cook some more for you. Fetch some ingredients, especially anything unusual. That'll be fun, kinda like a scavenger hunt. And the more the better. The mark of a truly great chef is creating masterpieces out of anything. You can start right here in town. They'll do anything to try more of Little Chef's food. That tart sure did look scrumptiously delicious. Okay, the ingredient hunt is on. Und damit sollte mir jetzt auch klar sein, wofür ich dieses ganze Zeug finde. Im Bistro des kleinen Kochs zauberst du aus den Zutaten, die du gesammelt hast, köstliche Gerichte. Der Verzehr deiner selbst zubereiteten Gerichte verleiht dir vorübergehende Statusverbesserung. Nur vorübergehend. Warte. Welche Gerichte du im Restaurant auswählen kannst, hängt von den Zutaten ab, die du eingesammelt hast. Halte also in jeder Welt, die du besuchst, Ausschau nach den Grundlagen für neue Nachtrezepte. Warum muss es nur vorübergehend sein? Okay, ich soll, glaube ich, jetzt einfach mal Zutaten sammeln. Go on, lads! You need to scrounge up some ingredients! We'll be needing a bit more before cooking can begin! Go on, lads! You need to scrounge... Okay. Guess we're still short! Let's keep searching! Little Chef needs more ingredients. We better keep an eye out. Nice moves. Well, I'm starting to get hungry. Wenn nettes Mal hier schon Tonklettern. Was haben wir denn noch? Ja? Cheese! Das ist natürlich gut. Toll. Soll ich denn davon ein Foto machen? Ich kann doch nicht nach unten gucken.
Oder so. Nein, ich will nicht Chef bestimmen. Oder ich muss es halt... Let's see. Du hast 3 Klicks im Team, ich fotografiere den Boden, ja. So. Na dann. Oh boy, let's see if there's more. Hiya. Oh, war was? Das wollte ich doch nicht machen. Wir sehen von den Zutaten. Ach ja, genau, ich wollte noch das andere Klüssel blicken. Was ist hier Zutaten? Das ist halt erstmal noch das ganze zusätzliche Ausschauen. Ah ja. Ah ja. We can't leave. Little Chef still needs our help. Kann also nicht weiter weg. Muss die Zutaten hier in diesem Bereich finden. Ich will alles Spots absuchen. Naja. Hope we find some ingredients around here. Okay. Sura? Ja, cool. Aus wie so ein Game of Watch Spiel. Das viele Kuchen auflösen da. Ich würde das gerne zocken. Mickey und Sora, The End. Oh, von Scrooge Films. Dagobert hat das produziert. Oh, sehr schön. Let's see. Got it. Ach, verdammt, das wollte ich nicht. Gut. So, diesmal ist es erfolgreich. So. Okay. Mehr Zutaten. Nummer 8. Eine fehlt mir noch. Okay. Nochmal. Warum oder jetzt noch nicht? Hinten. Moment. Ja, mein Ort entfernt. Beziehungsweise, das hier ist mehr offen. So, früher war hier noch so ein Haus. Und jetzt, und da war halt hier so dieser Müll, den man wegmachen musste. Jetzt ist das Bistro hier. Das wird jetzt bestimmt nicht respawned sein, ne. Dann wird das schwierig, das letzte. Gut, gefunden. Hey! Guys! Oh? Hainer! Olette! Hey, boss. Done with the posters. Uh-huh. Hey! Good work, kids! You guys work for Uncle Scrooge here at the Bistro? Do we? He gave us a short job putting up these special posters. Mr. McDuck's hosting an open-air film festival in the courtyard. Cool, huh? Oh, Sora. Hold your phone up to the poster. Kay. There, you've just downloaded a promo game for the film.
You can try it later. You deny this, Uncle Scrooge? Of course, laddie. Provide a bit of entertainment, and then give folks a nice, cozy place to relax. Like my bistro here. They'll all be happy and hungry, and eager to spend their money. Uncle Scrooge. Gore, she sure is canny. I always wondered how he keeps customers coming into his businesses over and over. Oh yeah, I'm no business guy, but I sure wouldn't want to be one of Uncle Scrooge's competitors. Seriously. Oh, right. I need to warn you guys. Why? Well, those creepy crawly things might come back for more. So stay on your toes. Sure. But don't we have you guys to take care of them for us? You have to leave again? Mm-hmm. That's our job! But we'll definitely be back. When you gonna slow down? Sorry. Just do me a favor. Well, what is it? Don't make it too tough. I know how Roxas feels to be lost, but Donald and Goofy, Kairi, brought me back by wishing with all their hearts. Mm-hmm. So, I was hoping the three of you would do the same and wish for Roxas. What? That's it? That's no favor. We'll all wish. I'm wishing. Yeah. Me and Pence, too. Thanks. Aren't you making it a little too obvious? We were instructed to guide him. Yes. Just look at them. They wouldn't get far if we did not spell it out. Huh. Fair enough. But let's not forget how many times Sora still managed to rain on our parade. If he wavers from the path we lay, we destroy him. But in that case, we'll have to find ourselves another vessel. That is why we never have just one iron in the fire. Im Land der Riesen. Ein Spiel des klassischen Königreichs. Du kannst es auf dem Gummifon spielen. Ich hab so eine Ahnung, was für ein Spiel das ist. Oh ja. Da freue ich mich jetzt schon. Ich hab doch gesagt, ich will spielen. Wähle per Gummifon das klassische Königreich aus, um zum Spielauswahlbildschirm zu gelangen. Drücke Dreieck, um die Steuerung für derzeit ausgewählte Spiels anzuzeigen. Du kannst das Spiel jederzeit mit Options pausieren und beenden auswählen, um Spielauswahlbildschirm zurückzukehren. Man weiß nie, wo in den Welten, die Sora besucht, neue Spieler darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Also halte die Augen offen. Alles klar. Sternschnuppe. Wunsch im Dämmerlicht. Ein Schlüsselschwert mit Fokus auf Magie. Formänderung. Doppelarmbrust. Magiewerfer. Okay. Formänderung Doppelarmbrust. Das Schlüsselschwert Sternschnuppe kann sich per Formänderung in eine Schusswaffe namens Doppelarmbrust verwandeln. Okay. Halte R2 gedrückt, während das Schlüsselschwert verwandelt ist, um damit zu zielen und automatisch eine anhaltende Salve von Schüssen abzugeben. Okay, das klingt also nicht so schwierig. Gut. Wisst ihr, ich muss ja sagen, Soras Arme haben sich ein bisschen verbessert von den Proportionen, aber die Hälse von Donald und Goofy finde ich immer noch ziemlich dünn, ihre Körper. Naja. Gut, wir müssen also die Welt verlassen, ne? Und dann? Das Bistro wurde freigestellt. Du kannst jetzt das Bistro des kleinen Kochs von Speicherpunkten aus besuchen. Oh. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal auf die Toilette tauen. So, dann besuchen wir es doch mal. Wenn Roxas ein Freund unserer anderen Ichs wäre, dann ist er auch unser Freund. Wir müssen ihn finden. Is the food ready yet? Huh? He hasn't started? Huh?
Whoa! Whoa! Hold on! Hey! Hey! Oh no! Oh! Whoa! Would you... you're gonna make me cook? What the fuck? Oh! Bringe dem kleinen Koch neue Zutaten. Er braucht Inspiration für neue Gerichte. Ich glaube, alle Schwarzen kann ich schon machen. Die Potage. Im Kochen beginnen. Ja. Schneide die Zutaten in Scheiben, schnell und sicher. Neige den Stick nach unten, um eine Schneidebewegung zu machen. Wenn du mit dem Schneiden einer Zutat fertig bist, neige rechts nach unten, um die nächste in den Start zu bringen. Du hast dein Zeitlimit beim Kochen, halte immer die Sanduhr am Rand im Auge. Okay. Yes! How's that? Okay, Konsum erhalten. Alles klar. Okay, was haben wir hier? Wir kochen erstmal alles, was ich machen kann, einmal. Male den Pfeffer. Benutze die Pfeffermühle, um deine Gerichte stilvoll zu würzen. Neige abwechselnd L und R nach unten. Genau, wenn die Ringe sich schließen, um den Pfeffer zu verstreuen. Du hast ein Zettel. Okay. Sorry. Wow. Okay, nochmal. Oh no! So schnell ist lang der Peter gar nicht. Wow, das ist super schwierig. Ich wollte eigentlich nicht abbrechen, ich wollte es noch mal machen. Das ist Feuer. Alright! Angehen, wir did it! Ich dachte halt in dem Moment, wenn es 3 ist, muss ich drücken, aber nein, ich muss ein bisschen vorher versuchen. Die Zunge Meunier. Ja, lecker aus. Okay. Aber hier. Flambiere das Essen. Kreiere das perfekte Flambé. Bewege den linken Stick im Kreis, um genau die richtige Menge aus der Flasche zu geben. Wenn du glaubst, dass es dir geglückt, neige nach unten, um das Essen zu flambieren. Du hast deine Zeit mit dem Kochen. Ja, ja. Oh, sorry. Zu viel. Weißt du, ich weiß nicht, wie viel. Sorry. Okay, ich muss also in dem Moment, wenn das Rechte aktiv wird, sofort aufhören. Nee, jetzt habe ich nicht mehr genug Zutaten dafür. Okay. Okay. We did it! Das hat geklappt. Kalbsbrie Poel. Poelé. Okay. Sieht auch so aus. Ich muss sagen, die Gerichte sehen echt lecker aus. So, dann haben wir hier noch eins. Was muss ich hier machen? Ah, schneiden. Okay. Alright! We did it! Sieht auch sehr gut aus. Früchtekompott. Das Bistro hat einen zusätzlichen Stern erhalten. Nice! Ha! A Bistro's future is looking bright! The new recipes are a smash! Those ingredients of yours must really have got little chef's gears a-turning! Soon we'll be chasing customers away! Keep up the good work! We try, right, little chef?
Gourmetring. Okay.